Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Shakes and Fidget hier im Jahr 2016. Es gab jetzt etwas länger keine Folge mehr, das lag aber schlichtweg daran, dass es ja schon sehr schwierig ist, mittlerweile hier Fortschritte zu zeigen. Und dementsprechend wollte ich lieber mal ein bisschen warten. Dafür kann ich euch jetzt aber auch ein bisschen was ballern, denn jetzt geht's richtig rund. Hier ist einiges passiert, meine lieben Freunde. Und ja, ich bin gerade noch in der Taverne, bin heute schon wieder natürlich selbstverständlich fleißig, wie immer. Und ja, was sich natürlich am größten getan hat, ist natürlich in der Festung. In der Festung hat sich einfach so krank viel getan, ja. Wir sind in der Festung mittlerweile bei Stufe 11. Das bedeutet, wir können maximal 830.000 Holz haben und 273 Steine. Für eine neue Stufe müssten wir auch das Maximum unseres Lagers besitzen. Und ja, jetzt seht ihr auch, warum schlichtweg es einfach ein bisschen dauert, um euch hier in den Folgen Fortschritt zu zeigen. Bauzeit 6 Tage und 16 Stunden. Are you fucking kidding me? Ja, und alleine auf 11 aufzubauen hat mich jeweils 4 Stunden gekostet. Wenn ich bedenke, das habe ich hier gemacht bei der Festung, bei der Schmiede. Hier schon mal, da bin ich noch bei 8, weil es einfach gar nicht, die Zeit fehlt einfach total. Hier natürlich die beiden. Das hat schon sehr viel Zeit gekostet, weshalb sich das so ein bisschen schleppend zieht, denn ja, ich habe jetzt hier gerade die Kaserne im Ausbau, weil ich jetzt ganz gerne endlich mal ein bisschen mehr Soldaten hätte, weil ich die Schmiede hier, die schon auf Maximum gebracht habe. Das ist nämlich ziemlich geil, denn man kann tatsächlich durch diese ganzen Kämpfe, kann man hier eine Menge Rohstoffe sammeln, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Mittlerweile finde ich die Soldatenausbildung schon fast ein bisschen teuer. Also es ist schwierig, jemanden zu finden. Es war früher ein bisschen irgendwie einfacher. Aber das fällt für mich jetzt sowieso flach, weil ich ja jetzt gerade das überhaupt gar nicht machen kann. Aber das ist auch nicht wirklich sonderlich schlimm. Holen wir mal schnell die Erfahrung ab und sammeln unsere Sachen. Das ist jetzt alles für uns erstmal nicht relevant. Ich glaube, auf Edelsteinsuche muss ich noch gehen, ne? Ja, genau. Das dauert 7 Stunden, das können wir nebenbei jetzt mal machen. Das ist ja wunderbar, dass das jetzt alles nebenbei geht. Worum wir uns jetzt natürlich scheren wollen, sind die Dungeons. Denn ihr seht es da unten schon aufblinken, neuer Schlüssel. Und ich war fleißig. Schaut mal in mein Charaktermenü. Ich habe hier 3 Schlüssel gesammelt durch die Minen. Also ich war ja bei den Minen auch sehr, 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 sehr fleißig. Und habe da ordentlich was gesammelt. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwie was loswerden kann. Glück, ja, brauchen wir nicht. Intelligenz, Ausdauer, da haben wir eh deutlich besser. Ach, da haben wir die Glücksstiefel, die lassen wir auch mal drin. Geschickstärke braucht kein Mensch. Geschick, das könnte ich eigentlich mal in die Ding schmeißen gleich. In die Schüssel. Auch hier Glück brauche ich nicht. Hier habe ich mal ganz gutes Zeug gefunden. Das würde ich an sich gerne anlegen, aber da ist, ja, da ist für mich das hier besser. Und ich glaube, mein Mage da drüben hat einen Sockel auf dem Teil. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, der hat dann Sockel. Den ich aber noch nicht eingesetzt habe, weil ich noch keinen Intelligenzsockel gefunden habe. Intelligenzsockel finde ich gefühlt nie. Das ist so kacke. Bei Geschick geht's. Da habe ich 3. Und der Warrior ist auch komplett voll. Da habe ich auch noch 2 davon. Aber ich finde einfach keine Intelligenzsockel. Ich habe da irgendwie kein Glück. Deswegen ist der hier irgendwie nicht so on fire. Denn deswegen ist für mich dieser Intelligenzgurt auch eigentlich nicht so gut, weil ich da halt eigentlich noch sockeln könnte. Dasselbe ist hier. Da habe ich zwar Geschick 544. Den würde ich eigentlich ihr auch gerne anlegen, weil der hier nur 524 hat. Aber da hier ein Sockel drin ist und ich noch keinen weiteren Geschicklichkeitssockel gefunden habe, ist der hier mal noch auf Reserve, auf der Bank quasi. Diese ganzen Edelsteine, die ich nicht gebrauchen kann, die kann ich nämlich einfach verkaufen, ne? Gut, so viel dazu. Level 242 haben wir hier mittlerweile mal erreicht. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter leveln können. Wir wollen nämlich die ganzen Schlüssel verbrauchen. Deswegen gehen wir jetzt in unseren Dungeon-Bereich und werfen einen Blick in den Schattenbereich. Dort können wir ja jedes Mal eins öffnen, nachdem wir das andere geklärt haben. Die entweihten Katakomben haben wir ja schon geklärt beim letzten Mal. Jetzt gehen wir zu den Minen von Gloria. Glück auf, harte Arbeit steht bevor und da wartet auch schon der Wasserglompf auf uns. Und den werden wir uns jetzt erstmal schnappen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das alles hier noch ziemlich easy sein wird. Ja, wir kriegen natürlich auch nur Items von deren Stufe, weshalb die
Items für uns alle wohl jenseits von Gut und Böse relevant sein werden. Was habe ich jetzt da bekommen? Das sind doch Schuhe? Das sind Schuhe, oder? Das sind aber komische Schuhe. Wann sind das komische Schuhe? Ja. Ne, Moment mal. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja Geschick, Ausdauer, Glück mit Sockel. Alter, das ist gar nicht so schlecht. Hat zwar schlechtere Rüstung. Was ist das eigentlich? Warum steht hier eigentlich nicht einfach All Stats up? Normalerweise hier so. Da müsste, so müsste das doch dastehen, oder? Alle Attribute. Warum stehen hier alle einzeln? Ich meine, die Lederstiefel der Dominanz, die sind sehr geil, aber das ist ja eigentlich sogar ein Ticken besser. Also, aber nur ein Ticken. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, alleine durch den Sockel ist das jetzt für uns nicht weiter relevant. Lassen wir das... Oh, was? Alle drei Schlüssel sind verschwunden? Ich dachte, ich kann die stacken. Nein, ich dachte, ich kann die stacken. Ich dachte, ich bin jetzt brav und sammle schon mal ein paar. Jetzt sind einfach alle drei weg. Oh, das ist gemein. Hier, ich will mal was Besseres hier auf der Brust. Da gibt es noch richtigen Müll, ey. So eine Brust wäre mal geil. Nein, ich habe wirklich gedacht, ich kann die Schlüssel sammeln und kann euch jetzt in einer Folge einfach richtig krass alle Dungeons durchknallen. Nein, da gehen einfach alle drei Schlüssel weg. Wie gemein. Das wusste ich nicht. Sorry. Na gut. So, weiter geht's mit dem Yeti. So. Auch den Yeti, ja, guck mal, er macht hier kurz einen Prozess. Was ist das denn? Lustige Taschenexplosion. Kann man immer brauchen. Ja gut, ich glaube nicht. Deswegen gehen wir direkt weiter. Zum Skelett. Der Stollen gabelt sich. Der eine Gang ist von Fackeln erleuchtet und sieht sicher aus. Aus dem anderen, dunkleren Gang ist das Klappern eines Skeletts zu hören. Du hast den Gang mit dem... du willst den Gang mit dem Skelett, logischerweise. Denn wir wollen ja Items. Und das ist die legendäre Klorolle. Hat die nicht mein Mage sogar noch? Ja, Mann, die hat mein Mage. Die ist sogar besser. Und mit Sockel. Ja, wenn ich jetzt so einen Intelligenzsockel hätte. Ey, geil! Sehr geil. Da gibt's das einfach mal nochmal ein bisschen besser. Sick. Oh, I like. Und ich sehe gerade, da ich ja schon mal wieder... Oh, ich bin ja jetzt schon wieder... 243. Da kann ich ja die, da wir noch ein bisschen Gold über haben, noch direkt mal noch mitleveln. Ja, nice. Leute, so will ich das sehen. Das gefällt mir gerade richtig gut. So, und ab in Dungeon. Fett, da geht was. So, das ist der grässliche Gremlin. Völlig unvorbereitet springt dich von der Seite eine kleine fiese Kreatur an. Du vermagst sie abzuschütteln, doch sofort holt der grässliche Gremlin, der es auf dich abgesehen hat, wieder zum Angriff aus. So, die sind ja auf Stufen, das ist alles für uns überhaupt gar kein Problem. Ihr metzelt schneller als eurer Schatten. Es hat knapp für einen Sieg gereicht. So, alle Attribute, nee, das interessiert mich nicht. Alle Attribute feiere ich ehrlich gesagt gar nicht mal so ab. Da ist der Steingigant. Plötzlich ist der Stollen vor dir von einem Felshaufen versperrt. Ist er eingestürzt? Etwas scheint nicht zu stimmen. Da bewegen sich die Brocken plötzlich und ein steinerner Gigant baut sich vor dir auf. Sagen, den Ständer in einen Gigant hauen wir aufs Maul. Wow, der Mage war aber schnell down. Holy shit, ey. Und schon wieder die lustige Taschenexplosion. Was will ich denn damit? Scheiß mal auf die Taschenexplosion. Screw you. So, das schmeiße ich gleich ins Klo. Das ist ja soweit ganz witzig und alle Attribute. Achso, das kann man eh nicht verkaufen. Stimmt, da war was. So. WC. Mal schauen, ob wir irgendwas Gutes rauskriegen. Einen Bogen mit Stärke. Danke. Danke für nichts. Das sieht aber sehr geil aus. Der perfide Vergifter der epischen Superkräfte. Sieht geil aus. Ist aber leider totaler Crap. So, dann kann ich das Toilettending eigentlich auch mal verkaufen, oder? Ach komm, scheiß drauf. Weg damit. Das behalten wir auf jeden Fall mal noch. Genauso wie das. Und ja, das behalte ich auch einfach mal noch. Ich sehe gerade, dass meine Tränke ausgelaufen sind. Naja, solange meine Kollegen alles killen, kann ich mir das jetzt auch gerade mal für die Aufnahme sparen. Feuerelementar, der Gang macht eine Biegung. Du erkennst sie im Schein der Fackeln. Doch irgendwie scheinen die Fackeln in diesem neuen Gang unnatürlich hell. Da schnellt ein Feuerelementar aus ihm hervor. Oh, ich komme doch noch zum Zug, aber ich glaube, das sollte dicke reichen.
Ihr habt Licht ins Dunkel geworfen und die Schattenwelt um einen Schatten ärmer gemacht. Mit einem... Oh, der Ring! Ja, genau, der Ring! Holy shit, es ist der Ring! Oh mein Gott, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und Intelligenz, Ausdauer, Glück ist ja gar nicht mal so schlecht. Was habe ich denn da für einen Ring? Intelligenz mit Sockel. Da kann der Ring nicht mithalten, ehrlich gesagt. Aber es ist deutlich besser als Rudolfs Nasenring. Aber mal deutlich besser. Schade, dass genau der Ring keinen Sockel hat. Aber es ist allemal besser. Ja, nicht viel, aber... Ja, eigentlich nicht, weil ich dann weniger Verteidigung habe und so, ne? Oh ne, es macht sich kaum bemerkbar. Schaut euch mal die Stat-Unterschiede an. Dann reden wir von 0,9. Eigentlich lohnt sich's nicht. Naja, gut. Schade. Hätte es einen Sockel gehabt, wäre es episch gewesen. So leider noch nicht ganz. Egal. Gehen wir weiter. Der Steintroll. Die Kaverne, die du betrittst, wird von einem grimmig dreinblickenden Steintroll bewacht. Er scheint sich richtig zu freuen, endlich mal wieder jemanden töten zu können. Ich freue mich auch. Aber eher dich zu töten. Alles klar, ich darf mitspielen. Ich denke mal, ich werde... Oh, nicht gleich One-Hit sein, aber nah dran. Oh, wieder geile Stiefel. Die Schattierungen des Bösen sind zahlreich, doch keine davon ist eurem Können gewachsen. Das sind wieder eigentlich sehr geile Stiefel. Was habe ich im Stiefel? Da habe ich das heftig viel Glück. Wenn ich das wechsle, geht so viel Glück flöten. Gut, mit dem Trank, den ich dann noch hätte. Schade, dass auch das wieder keinen Sockel hat. Aber eigentlich würde ich schon das lieber haben als Glück. Ich sollte zwar viel mehr Glück haben, aber ich schau mal, dass ich das mit Trank und... Ich kann eigentlich mal wieder ein bisschen Gold in Glück investieren. Das kann gar nicht so schlimm sein. Das ist auch noch nicht so teuer. Ich glaube, ich kann da mal ein bisschen was ausgeben wieder. Müsste ich mal schauen, ob ich... Wenn ich hier... Ne, Glückstränke benutze ich ja eigentlich nicht. Deswegen habe ich ja eigentlich die Schuhe gehabt. Ich überlege mir das in Ruhe noch, wie ich das machen werde. Jetzt ist eh nicht nötig. So, hallo, Rotlichtzucker, was ich ganz sehr geil. Ein hysterisches Lachen hallt durch den tiefen Schacht vor dir. Ein rötliches Leuchten ist zu sehen. Da flattert ein furios dreinblickender Rotlichtzuckerbus empor und zückt ein Messer. Das ist nicht okay. Oh, die wird... Oh! Oh! Okay. Wow, alles klar, wir brauchen Tränke. There we go. Ach komm, das wird hoffentlich jetzt für die Aufnahme reichen. Normalerweise kaufe ich immer den XL, aber ich hoffe, für die Aufnahme reicht das jetzt. Ich bleibe lieber mal bei Glück. Ich glaube, das ist uns ein bisschen wichtiger. So, neuer Versuch. Das geht ja gar nicht, dass ich mich hier besiegen lasse. Das geht gar nicht. So, jetzt machen die auf einmal auch mal Schaden. Ja so, jetzt komme ich gar nicht erst dran. Die hat einfach nur gerade keinen Bock. Ich verstehe. Du und deine Begleiter liegen ziemlich derangiert da nieder. Aber es hat sich gelohnt. Hoffentlich ist das für Kundschafter. Alle Attribute. Na ja, aber es ist, glaube ich, besser als das, was sie hat, ne? Sie hat doch da auch schon alle Attribute-Dingen. Ja, genau, es ist... Ach, scheiße, das war für ein Magier. Ja. Da wären wir wieder bei dem Abwägen, ist alle Attribute besser oder nicht. Theoretisch ja, weil ich mache so viel weniger. Also es... Ich verliere nur ganz, ganz, ganz wenig Punkte, sowie auf Prozent, sowie auch auf Schaden, wenn ihr das mal vergleicht. Dafür kriege ich ein bisschen Ausweichen und auch Verteidigung drauf, deswegen nehmen wir mal den jetzt. So, wir klären den Spaß jetzt hier aber noch. So, der abscheuliche Dämon, das fiese Lachen, das du plötzlich hinter deinem Rücken vernimmst, kann nur eines bedeuten, ein abscheulicher Dämon fordert dich zum Kampf heraus. Ich fordere dich heraus. Und den werden wir hoffentlich jetzt wohl schlagen, oder? Oh, oh. Oh, oh. Nein! Hat er mich erwischt? Ich gehe kaputt. So, diesmal aber nicht. Was war das denn für ein Hit? Alter, was war das denn für ein Crit? What the fuck? Okay. Was ging hier ab? Können meine Begleiter mal etwas mehr Schaden machen? Jetzt, komm, ich habe dir so viel Glück gelassen. Nee. Nee. Komm schon.
Mach mich nicht fertig, danke. Epischer Backstage-Pass der Wichtigkeit. Über den VIP-Bereich in der Taverne erzählt man sich Wunderdinge. Alle Attribute auf dem Hals dürfte wahrscheinlich nicht sehr verlockend sein. Ist das für jeden? Ja, alle Attribute hier haben ja das Perfekte, hier haben wir das Perfekte, hier haben wir das Perfekte. Das alle Attribute-Ding kann mich mal. So. Und damit kommen wir zum Boss und der sieht halt mal echt episch aus. Oder sieht der geil aus oder was? Das Höllenwesen. Ja, plötzlich bebt und rumpelt es, einzelne Brocken rieseln von der Decke. Mit einem Mal tut sich der Untergrund auf und Hitze steigt empor. Dem rauchenden Spalt entsteigt ein wahres Höllenwesen. Challenge accepted. 16 Millionen Leben schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Easy. Die Schattierungen des Bösen sind zahlreich, doch keine davon sind eurem Können gewachsen und wir kriegen den Gürtel der Schilde. Es schadet nicht, einen weiteren Schild für die Vorderseite zu führen. Definitiv nicht. Für einen Krieger sieht geil aus. Ich hoffe, das Ding kann ich gebrauchen. Dass wenigstens das Boss-Item awesome ist. So, Schild ist Gürtel. Da habe ich Glück recht viel. Da bin ich aber ehrlich, da ist definitiv das hier wichtiger. Also definitiv besser. Santas Gürtel ist zwar ganz cool, aber da ist der Krieger mit 35% Crit, glaube ich, sowieso ziemlich over the top. Und da holen wir uns lieber den Gürtel der Schilde. Das hat sich dann wenigstens gelohnt. Das Boss-Item war ziemlich stark. Damit kann ich doch schon mal sehr gut leben. Und außerdem fast nochmal ein Level up. Es geht vorwärts, ja, aber das einzige Problem, das ich jetzt habe, meine Schlüssel sind weg. Das heißt, ich muss mich jetzt auf Schlüsselsuche begeben. Na gut, tue ich sowieso hier mit der Edelstermine. Ja, kann ich hier in der Ritterhalle eventuell nochmal... Oh ja, wunderbar. Ich muss die jetzt eh mal ein bisschen mehr ausbauen. Hatte ich jetzt nicht sehr viel Gelegenheit zu in den letzten Tagen, weil ich halt hier... Weil das halt einfach irrsinnig viel Zeug kostet. Aber ich denke, wir sind hier mit einem Gesamtlevel von 414, sind wir sowieso schon echt sehr geil. Und ich hoffe, dass ich sehr bald einen Schlüssel finde. Sobald ich den nächsten Schlüssel habe, mache ich auch schon die nächste Folge. Können wir uns darauf einigen? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt über die letzten Wochen, über die Weihnachtstage und über Neujahr, habe ich echt diesen Schlüssel gesammelt, weil ich dachte, da kann ich euch jetzt vielleicht auch mal 2 Folgen pro Woche geben. Und jetzt fährt mir das Spiel einfach mal ins Kreuz und denkt sich, nope, not today, bro. Gut, sobald ich den nächsten Schlüssel habe, würde ich sagen, machen wir direkt eine neue Folge. Habt ihr da Bock drauf? Ich hoffe schon. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Das war für heute da. Was zum... Okay, WTF. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.